Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ja, weiter geht's. Oh Leute, ich freue mich so. Ich habe jetzt 16 Punkte Stärke. Ich habe mir letztes Mal noch einen Punkt geleistet bei der Hüterin und kann nun das Schild tragen, das Dranglake-Schild. Aber mir ist was aufgefallen. Seht mal, so sprinte ich jetzt. Das ist so lahm irgendwie. Ja, und ihr habt mir noch Tipps gegeben. An diesem Punkt muss ich auch bitte nochmal sagen, ich habe es in Part 10 wieder gesehen. Ihr habt euch wieder sehr emsig unterhalten, sage ich mal, über Bosse hier im Spiel. Ja, ich finde das ja immer schön, wenn Interaktion ist unter dem Video, aber macht's bitte nicht, weil ich habe mich dadurch wieder ein bisschen gespoilert. Also, ja, macht's nicht so offen vor allem. Und weiß jetzt, dass es, ja, eine gewisse Anzahl an Bossen gibt pro Gebiet oder in bestimmten Gebieten. Ist nicht cool. Lasst das bitte, ne? Ihr wisst Bescheid, weil es geht ja nicht nur um mich, geht auch um die anderen Leute. Und ich will ja noch ein bisschen was entdecken. So, aber jetzt genug. Ich will nicht mehr meckern, Leute. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich will das Ganze jetzt sehr entspannt angehen. Auch wenn ich sterbe, will ich nicht unbedingt motzen. Ja, mal sehen, ob mir das gelingt. Aber die Bosse sind auch richtig knackig manchmal. So, was mir aber gesagt wurde, was wohl ein guter Tipp ist, ich soll mir diese Kapuze holen. Denn ein von Händlern aus Lanafia getragener Hut. Die Farbe Blau steht dort für Wissen. Das Tragen verbessert das Finden von Objekten. Lanafia ist das entfernteste Land im Süden. Es verfolgt eine Politik der Abgeschiedenheit. Falls doch mal ein Besucher aus Lanafia vorbeischaut, ist dies stets ein wenig seltsam. Und der Effekt, natürlich wie es in dem Text stand, erhöht das Finden von Objekten. Den kaufe ich mir mal. Denn das ist doch eine nette Sache. Na klar, meine Beste. Das wird mir nämlich ganz schön weiterhelfen, denke ich, wenn ich jetzt Zeug farmen will. Und ich weiß auch schon, dass... Oh, der hat aber viel... Na, es macht nichts. Oh, ich habe immer noch 109% Belastung. Seht ihr das unten? Alter Schwede. Ja, das macht das Schild, ne? Ich glaube, ich nehme doch so lange wieder das Lederschild, bis ich da ein bisschen mehr geskillt habe. Jetzt habe ich immer noch 106. Ach, sieh mal, das kann ich hierdurch noch ein bisschen senken, wenn ich die ganzen... Ich glaube echt, das liegt an dem Dranglake-Schwert. Ja, tatsächlich. Ich darf wohl nicht über 100% kommen. Oh Gott, aber ich habe sowas wie eine Fat Roll, ne? Na gut, Hauptsache ich kann rennen. Warte mal, was ihr mir auch gesagt habt, was ich jetzt mal ganz kurz demonstrieren will. Ja, ja, keine Sorge, das wird nicht lange dauern. So, und zwar der Dual-Wield-Modus. Da möchte ich mich bei Stab Your Brain bedanken. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht verwechselt. Auf jeden Fall, es gibt einen Dual-Wield-Modus. Man kann ihn normalerweise mit Dreieck eine Waffe in die eine Hand nehmen. Und mit Dreieck gedrückt, wenn man das hält, dann kann man die linke Hand als Zweihandwaffe nutzen. Aber, wenn ich das jetzt hier mit zwei Schwertern mache, macht er dieses. Und ich habe meine Dual-Wield-Angriffe. Das heißt, ich mache viel mehr Schaden und schlage mit beiden Waffen gleichzeitig zu. Ist für die L1 und L2-Taste, dann hat man da einen neuen Move. Aber das geht nur, wenn man die Stats zu 150% erfüllt. Das heißt, in dem Falle... Warte, wo haben wir es denn? Ich muss mal hier gucken. So, ihr seht, Stärke 7 und Geschicklichkeit 10. Das heißt, ich brauche 14... Nee, Quatsch. Also, ich denke mal, das ist aufgerundet. Von daher brauche ich wohl 11 Stärke und 15 Geschicklichkeit. Dann kann ich den Dual-Wield-Modus aktivieren. Es gibt wohl auch noch einen... Ach, wie hat das... Das hat mir auch jemand geschrieben von Epic Name Bro. Es gibt wohl noch so einen Master-Modus. Keine Ahnung, dafür brauchte man die doppelten Starts oder sowas. Na, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist jetzt alles ein bisschen Halbwahrheit und unzusammenhängend. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, weil ich will mich da auch nicht spoilern. Ich weiß nur, Epic Name Bro, der hat auch unter anderem mitgearbeitet am Guide für das Spiel. Ja, ernsthaft, da gibt es so ein Guidebuch auf Englisch, 460 Seiten. Und da war der mit dran beteiligt. Finde ich eine super Sache. Aber jetzt erstmal genug davon, wir reisen mal zurück. Was habe ich denn noch alles? Ich wollte noch irgendwas machen, Leute. Ich weiß noch nicht mehr was. Vielleicht ein paar Steine kaufen? Ich habe nicht mehr viel... Na gut, das reicht auch nicht wirklich. Ach nee, doch, ich weiß es. Ja, wie gesagt, wird ein bisschen viel Gequatsche diesen Part. Tut mir auch schon leid. Aber das gehört nun mal dazu. Action gibt es ja hier mehr als genug. So, die Seele des Verfolgers, die habe ich gar nicht vorgelesen. Habt ihr mir auch geschrieben. Die Seele des Verfolgers, der in Dranglake lauert. Der Verfolger, der den Träger des Zeichens sucht, wird erst zufrieden sein, wenn sein Ziel tot ist. Nutzt die besondere Seele des Verfolgers, um zahlreiche Seelen zu erwerben und so weiter. Dann habe ich den Ring nicht vorgelesen von ihm. Den hier. Ring der Klingen. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alcam nachempfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alcam und Venn auf genau diesem Boden. Beide wurden von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Ja. Gut. Soweit, so gut.
Ich kaufe mir einen Stein bei ihr. Komm. Ja, ich schon wieder. Ach nee. Quatsch. Jetzt weiß ich, was ich tun wollte. Ich wollte mir noch Pfeile kaufen und dann geht's jetzt wirklich los, Leute. Mensch, 5 Minuten schon wieder rum. So viel dumme Quatsche hier. Nee, aber wirklich. Ich gehe es jetzt entspannt an, Leute. Kein Druck. Mir haben auch schon Leute gesagt, andere sind weiter als ich, aber ganz ehrlich, das ist mir so wurscht. Ich muss es ja spielen. Ich will es ja erleben und genießen. Ich will mich da nicht irgendwie hetzen lassen oder so. Das ist nie gut. So, dann wollen... Nee, Quatsch. Warte, das war hier, oder? Nee, auch nicht. Hier war es, die verlorene Festung. Hier wollte ich weitermachen. Aber obwohl, das ist doch dann jetzt schon wieder neues Gebiet. Hä? Mir wurde übrigens auch gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, ich weiß nur, du hast eine grüne Mütze auf in deinem Avatar, dass die Anzahl der Gebiete, die im Bild sichtbaren, übersteigt. Also es ist wohl riesig groß, dieses Spiel. Aber ja, ich habe auch schon wieder andere Sachen gehört. Der Holly hat mir zum Beispiel gesagt, angeblich könnte man es in unter 8 Stunden durchspielen beim ersten Mal. Pff, ja, gut, ich bin jetzt kein Speedrunner, also ich werde das nie schaffen, von daher. Okay. Oh, was ist das denn? Bist du Freund oder Feind? Da komme ich eh nicht rüber. Was ist denn das für ein Vieh, bitte? Alter Schwede, kann ich das anvisieren? Ja, auch mit dem Bogen habt ihr mir Bescheid gegeben. wenn ich den in der linken Hand habe, schieße ich eben auch mit der linken Hand. Nicht wahr? Und das ist eigentlich gar nicht mal so unlogisch. So verwunderlich. Was macht denn der? Komm mal her. Okay. Ja gut, der zuckt ein bisschen. Aber sonst... Was machst du denn da? Okay. Also ich schätze mal, es ist ein Feind. Der sieht aus wie so ein komischer Riesen... So eine Mumie halt. Weiß nicht. Ich mach's jetzt feige, Leute. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf einen Kampf mit dem aus, aber er kommt auch nicht her, so wie es scheint. Gibt's denn keine Headshots mehr? Finde ich ein bisschen schade. Oder er ist einfach nicht verwundbar am Kopf. So sehr. Ja, ich muss den Bogen wohl länger durchziehen, dann mache ich auch mehr Schaden. Schieße ich dir halt in die Hand, ist mir auch egal. Ja, sag mal, der versteckt sich da in dem Gang oder was auch immer. Ja, ist jetzt auch nicht so wild, gleich habe ich ihn. Komm, bleib doch mal stehen. Was los, Kerle? Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht nicht doch freundlich ist. Am Ende mache ich jetzt hier einen Fehler. Aber der sieht nicht freundlich aus, Leute. Von daher ist es, glaube ich, schon ganz legitim, dass ich den jetzt abballere. Oh, 600 Seelen gibt der. Das ist ja nicht schlecht. Oh Mann, da komme ich doch gar nicht durch, oder? Nee. Alter Schwaden, muss ich jetzt hier außen ran? Oh Gott. Warte mal, da komme ich wohl rüber, aber... Oh, ja, da liegt noch was, sehr schön. Vorsicht. Oh, da drin bewegt sich was. Ein schimmernder Lebensstein und eine große Titanit-Scherbe. Ja, ich weiß, es heißt Titanit, aber ich sage mal Titan, also... Lasst mich. Ich mache das immer anders. Okay, da kann ich wohl auch rein. Hallo? Da steht doch einer. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's verklappern gehört. Vorsicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen übervorsichtig. Aber ich bin jetzt schon... Oh, da ist er. Schleichen. Guck mal, was der für eine fette Armbrust hat. Und was ein Zwetten-Freihänder. Au. Du Sau. Kannst du mal aufhören? Ich meine, ich habe angefangen, aber trotzdem, kannst du mal aufhören damit? So. Och, Hundis, oder wie? Das sind jetzt aber wirklich Hunde. Ja, ich weiß, die im Anfangsgebiet waren wohl Affen. Okay, ich mach's wieder ein bisschen feige. Oh, da ist feige. Die können sich gar nicht wehren. Ja, ist gut so. Das ist auch gut so, dass die sich nicht wehren können, da unten. So, da war noch einer. Wo ist der hin? Das Fass irgendwie hier runterstoßen. Hallo? Bundi? Kann ich das Fass nicht zerstören? Das geht ja gar nicht, Leute.
Warum kann ich das Fass hier nicht runterschubsen? Das ist ein bisschen komisch jetzt. Naja. Und die... Oh oh. Och, der kann ja gar nichts. Ich dachte, der hat viel mehr drauf. Naja. Oh Mann, bin ich so schwerfällig. Leute, ich glaube, ich werde mir mal kurz wieder andere Ausrüstung anziehen. Das war ein bisschen unbedacht, was ich hier mache. Die Wanderer-Manschetten zumindest. Und die sind... Ja, die sind ein ganzes Stück leichter. Da bin ich zwar schlechter geschützt, aber... Ich habe immer noch die Fat Roll, oder? 72. Ja gut, ich muss unter 70 kommen, habt ihr mir schon mal geflüstert. Die Fat Roll haben so ein bisschen geändert vom Gewicht. Das ist eine Kiste. Das sieht hier so... Weiß nicht, so ein großer Ort, so ein großer Platz und hier ist nichts. Uralter Schlüssel und silberner Schlangenring. Hä? Genau den habe ich doch schon, oder? Warte mal, jetzt will ich mal sehen. Kann ich die irgendwie koppeln? Okay, Konflikt mit anderem angelegten Ring. Dann stimmt das wohl doch nicht, was ich mal vermutet habe. Oder was mir da gesagt wurde, dass ich mehrere Ringe kombinieren kann. Das geht wohl nicht. Na gut, warte mal, ich mache alles kaputt. Oh Mann, bist du so schwerfällig, Kerle. Was haben die für einen Schutz? Ja, die haben sehr guten Schutz, aber... da komme ich auch nur auf 72. So, 68. Jetzt habe ich Midroll, das ist okay. Bin ich zwar ein bisschen, immer noch ein bisschen träge, aber ich meine, was soll's. Ich liebe übrigens die ganzen Symbole unter meiner Leiste da. Wie viele Buffs ich habe. Ach, guck mal, hier war das. Ja, okay, okay, okay. Jetzt sehe ich's. Ah ja, hier hätte ich mich dann mit dem Typen wahrscheinlich angelegt. Ist da noch was? Okay, da muss ich wohl hier weiter. Ist da... Ah, nee. Da geht's wohl nicht lang. Das ist nur die Tür. Alles klar. Da steht schon mal einer. Bist du denn? Das sieht aus wie ein Freund. Oh, schicker Hut. What is it? I don't know you. And you don't know me. Things are better that way. Ist das Faris? Ich meine, ihr Hut, der sieht schon ein bisschen aus wie der Faris-Hut und sehr spitz vorne. Sieht fast schon aus wie dieser eine One-Piece-Charakter. Ich weiß nicht, dieser Adlerauge? Hawk? Ja. You are not one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Okay, was ist sie für eine? You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. Okay. You are an odd one indeed. Okay, das war's wohl mit ihr. Don't hesitate. Ich verstehe, ich kann sie wohl für Bosse beschwören. Oh, guck mal, wie das aussieht, die komische... So ein komisches Monokel habe ich ja da vorne drauf. Ich will die Maske mal genauer sehen. Sie senkt den Kopf, wenn ich ihr nahe komme. Oh Gott, die sieht echt ein bisschen gruselig aus. Naja, gut. Auf jeden Fall gibt es ja NPCs, die man beschwören kann für die Kämpfe. Und da ist wieder so ein Vieh hier. Die Frage ist halt, was haben die drauf? Ich will jetzt nicht hier drauf gehen, deswegen. Oh oh. Au. Das war mir irgendwie so klar, dass das Vieh mich jetzt trifft. Aber ich will hier nicht kämpfen. Das ist mir alles ein bisschen... wenig vom Platz. Oh.
Was? Das durchbricht meinen Block ja nicht mal im geringsten hier. Alles klar. Ich habe es übrigens schon getestet mit meinem Skimitar. Da habe ich wohl noch nicht die Voraussetzungen. Die Vorausforderungen, genau. Die Voraussetzungen für, um das Dual Wield zu nutzen. Also, ne, ich kann das nicht mit einer anderen Waffe kombinieren. Ist aber auch nicht so wild jetzt. Was soll denn das? Ihr könnt ja gar nichts. Ihr macht vor allem nichts. Ihr lauft alle von mir weg. Oh oh. Oh, das war nicht so gut. Ein bisschen zu früh. Ich dachte, es chargt mich an oder sowas. Oh, Goldharz. Sehr schön. Seele eines namenlosen Soldaten. Ah, besser ist. Ich weiß echt nicht, ob die Typen vielleicht nicht doch freundlich sind, aber ich will's. Oh! Sag mal. Okay, warte mal. Ist das eine Fass da vielleicht explosiv gewesen auf der Rampe oben? Na gut, das werde ich ein andermal rausfinden. Oh, schon wieder Hundis hier. Ihr seid gar nicht so aggressiv wie eure Artgenossen aus Dark Souls. Oh. Dark Souls 1, will ich sagen. Ich fuchtel eigentlich die ganze Zeit nur rum, aber es klappt trotzdem irgendwie. Ja, hab jetzt 3 Tage nicht gespielt. Ah, jai. Verschlossen. Schade. Was? Ich hab da doch was gehört. Ich dachte jetzt... dachte jetzt nicht, dass das gleich so gut klappt, aber es ist ja auch nicht wirklich anspruchsvoll. Hallo? Okay, Leute, irgendwie ist jetzt hier Ende schon wieder, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ihr sagtet mir auch, die verborgenen Wände, die kann ich wohl aufklicken. Also wenn ich X drücke vor einer Wand. Oh, guck mal. Die muss ich dann gar nicht aufschlagen, diese Wände. Habe ich jetzt verpasst, wie ich da raufkomme, oder? Weiß ja nicht. Oh, lass mich raten, da muss ich rüberspringen. Das geht doch gar nicht. Ich kann da wenn schon rausspringen, aber nicht rein. Auf keinen Fall. Okay, Leute, ich weiß es jetzt nicht, dann muss ich wohl wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Vielleicht geht es ja auch noch gar nicht weiter. Warte mal, da führt sie noch einen Weg hin. Vielleicht kann ich da rüber springen? Ach nee, ich kann einfach rüberlaufen. Ha, sehr gut. Das ist auch nichts. Vielleicht ist hierfür der alte Schlüssel. Nee, die ist einfach so zu öffnen. Oh, hi. Da kommt schon das Empfangskomitee. Könnt ihr mal... Oh, das sind ja... Wie viele sind das denn, sag mal? Au. Aber sonst geht's euch gut. Okay, das war... Oh, das war nicht gut. Ach du Kacke, da kommen sie aber gleich mal alle, ne? Wow, wow, wow. Da bräuchte ich irgendwas. Ich glaube, ich werde da mal ein paar Feuerbomben draufwerfen. Das war wieder zu gierig. Ich wollte den einen unbedingt noch erwischen und dann, anstatt ein bisschen Deckung zu finden, habe ich jetzt einfach mal draufgehauen und das war ein Fehler. Aber das ist ja so oft hier. Und der Part ist fast schon wieder zu Ende. Da könnte ich mich ein bisschen ärgern. Lass mich raten, das Vieh ist jetzt wieder da. Ja, natürlich ist es wieder da. Ich will auf jeden Fall meine Seelen wieder haben, wenn es geht. Komm ich hier? Oh, ich komme hier doch rüber, ja. Ich komme da ja doch rüber. Ach so, ja. Machst du. Kann ich dich backstabben oder sowas? Auf jeden Fall ist der ganz schön... Ja, das liegt am Ring. Ich weiß, das ist dieser Ring, der die Gegner leichter außer Balance bringt. Ist aber eine super Sache, finde ich. Oh, sie ist weg. Wahrscheinlich, weil ich jetzt wieder ein Zombie bin, oder was? Ich weiß es nicht, woran das liegt. Vielleicht. So, nicht, dass der Kerl jetzt wieder von hinten kommt, wenn ich gegen die kämpfe. Was heißt wieder? Nicht, dass er von hinten kommt. Ja, eine habe ich noch. Ich will die guten jetzt nicht verschwenden dafür, ehrlich gesagt. Das reicht, komm. Ich versuch's mal mit einer Feuerbombe. So, ihr Penners. Da ist die Tür wieder zu. Gibt's ja gar nicht. Guck mal, wie die aber auch gleich alle da rauskommen, ne? Wirklich alle. Oh, die war dumm. Die hat nämlich genau nichts getroffen. Außer einen. Oh, einen haben wir. Oh. Ich hab dieses... Oh!
Shit! Ich habe dieses Auto-Lock-On ausgestellt beim nächsten Gegner leider. Warum auch immer. Also, dass ich, wenn ich einen Gegner getötet habe, direkt den nächsten anvisiere. Habe ich dummerweise ausgemacht. Frag mich nicht. Ja, ja, komm. Was machst du denn du? Willst du mich packen oder was? Ist ja süß. Stehe ich aber nicht so drauf. Oh. Ich bin so blöd. Ja, ich will wieder zu viel. Ich sollte das sein lassen. So, aber bevor ich jetzt Ende mache, will ich... Okay, jetzt kommen die... Ich müsste mal versuchen, wie das mit dem Parieren hier klappt. Au. So, du Penner. So ist schön. Ich stelle das gleich wieder an, dieses nächste Anvisieren. Hallo? Die sind auch untot, glaube ich. Sonst wären die nicht so lasch. Also so träge und alles. Oh, da geht's ja noch weiter runter. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Sieht aus wie so eine kleine Matroschka-Puppe. Aber ohne Inhalt. Na, kommst du? Ich hab dich doch klappern gehört. Ah ja, da sind sie wieder. Die Strolche. Komm her. Komm her, fein. Oh, meine Waffe ist... Ich wollte schon sagen, meine Knarre. Meine Waffe ist gleich kaputt. Okay. Na gut, Leute. Ich würde sagen... Was machst der? Was bist du denn für einer? Wartest denn, ne? Bis ich das Tor aufmache. Hättest du gerne. Ich glaube, die explodieren. Die schwarzen Fässer. Na gut, ich werde hier eine Pause machen, Leute. Geht ja bald schon wieder weiter. Wäre super, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Wie gesagt, ich liebe das, wie ihr dabei seid, wie ihr Kommentare schreibt. Ist echt geil von euch. Nur bitte nicht so viel spoilern. Also auch mit den Bossen und so, ne? Nicht so Andeutungen machen. Das irgendwie kommt es immer raus und man liest das eben und dann ist man schon irgendwie informiert. Ne? Also, hoffe, ihr habt da Verständnis. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Nächstes Mal bei Dark Souls Teil 2.